Ja, hier ist ein tragischer Verkehrsunfall passiert, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist. Nach dem Stand bisheriger Ermittlungen ist der Verstorbene kurz vor dieser Unfallstelle nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Anschließend ist er rechts gegen einen finnischen LKW geprallt und anschließend wieder gegen die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug ist dann auf der linken Fahrspur unfallbeschädigt zum Stehen gekommen und ein nachfolgender PKW aus Hamburg ist dann frontal in diesen stehenden PKW gefahren. Der Mann, der in dem PKW zuerst verunfallt wurde, ist durch den Unfall tödlich verletzt worden und die drei Insassen aus dem Hamburger PKW sind allesamt schwer verletzt. Dem LKW-Fahrer geht es ganz gut. Der hat nur einen leichten Schaden am LKW. Zurzeit sind die Feuerwehren und Rettungskräfte dabei, die Verletzten zu versorgen und die Brandstelle zu sichern. Weiterhin ist die Polizei dabei, die Spuren hier zu sichern, um endgültig festzustellen, wie der Unfall passiert ist.